Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Football Manager 2017. Es geht ins Entscheidungsspiel im Heimspiel gegen den Kapfenberger SV, wie ich euch letztens schon gesagt habe. Es geht um alles, es geht eigentlich darum, den Abstieg im letzten Saisonspiel noch zu verhindern, beziehungsweise abgestiegen ist SC Wiener Neustadt, aber wir würden, glaube ich, dann Relegation spielen müssen. Und ja, ich weiß nicht, ob der Vorstand uns dann wieder rauskickt oder so. Also, wir sollen jetzt angeblich auch eine Teambesprechung abhalten. Das werden wir mal machen. So, jetzt haben wir die Spieler nochmal motiviert. Es liegt nicht ganz in unserer Hand, also offenbar, wie sich die anderen auch präsentieren, aber ein Sieg auf jeden Fall wäre nicht schlecht, sage ich einmal. Oder ein Sieg, eigentlich ein Muss, sozusagen nicht schlecht, ist eigentlich harmlos, aber ein Muss. Aha, kein Interesse an einer Erneuerung, Deutschmann. Das ist bitter. Ach so, die warten alle auf den Klassenerhalt, verstehe. Passt. Das heißt, wir müssen unbedingt den Klassenerhalt schaffen. Buffon. Spieler beobachten, Fitnesstests, alle wieder verfügbar. Völkl und Marcut zwar nur 45 Minuten, aber die werden, glaube ich, ohnehin keine Rolle spielen. Völkl, naja, Völkl sollte hier auf jeden Fall mal mitnehmen, fällt mir auf. Wenn auch nur für eine Halbzeit, also der hat ziemlich gute Werte. Nehmen wir Ganzola wieder raus. Flavio Macuz Viertel. Flavio spielt ohnehin nicht. So Viertel werden wir jetzt wieder da bringen. Der soll quasi da den zentralen Part wieder übernehmen mit Verteidigen. Jo. Eigentlich ist der die bessere Rückendeckung als Deutschmann. Das heißt, wir werden das jetzt umtauschen. So. Köpfel kann in Flügelverteidiger verteidigen, spielen wieder Berger passt soweit, beziehungsweise defensive Außenverteidiger. Naja, machen wir das so. Völkl bringt auch nichts statt Viertel. Wurscht, wir lassen es jetzt mal so, Leute. 4-4-2. Standard wollen wir spielen, strikt wollen wir spielen. Ausgewogen lassen wir. Normal, mehr Pressing, enger decken, besser in die Tiefe. Ja, weil wir auch einen Stoßstürmer dabei haben. Genau. Variabel. Geduldig spielen vielleicht, also nicht immer gleich schießen. Obwohl, das schauen wir uns noch an. So. Und wie ich jetzt sagen. Wir legen los, Leute. Wir müssen gewinnen. Sonst war es das mit dem FAC und ich muss wirklich einen neuen Spielstand anfangen. Also, ja, ich meine, vielleicht für den einen oder anderen von euch interessanter. Wie gesagt, vielleicht habt ihr mir in der Zwischenzeit bei den anderen Parts auch schon geschrieben, was ihr sehen wollt. Dann macht das vielleicht ohnehin keinen Unterschied mehr, aber. Mal die Spieler mit der Leidenschaft zu packen, das funktioniert nicht so ganz. Die Kapfenberger in gelb-rot und wir in unseren weißen Heimdressen jetzt wieder.
stark von Schlager wieder mal. Unser wichtigster Mann eigentlich in letzter Zeit immer wieder. Ja, Wolberger. Elshani mal gut eingesetzt. Hirschhofer. Raus auf Krbic. Ran, Flanke. Hirschhofer. Schießt mal und Gartler kann hier nur abwehren zu Ecke. Leider sehr zentral der Schuss von Hirschhofer, aber immerhin Ecke, Sanek. Wurde geklärt. Und jetzt gibt es einen Einwurf für uns, den Berger einwirft er Richtung Sanek. Berger wieder, flankt er weiter zu Viertel nach innen. Der zu Grbic. Ich überlege ganze Zeit, was die idealen Spielerrollen von denen allen sind. Irgendwie kann ich denn nichts anders machen? Oh ja. Ich könnte Bitirovic noch vorgeschoben machen. Das liegt ihm vielleicht noch besser. Was kann Viertel machen? Eigentlich nichts außer das. Wenn ich Viertel zurückziehe. Aha! Das sieht ja gleich noch besser aus, Leute. Dann würde ich sagen, wir machen das so. Da ist zwar die Vertrautheit noch nicht so da, aber von den Spielerrollen her würde das besser passen, finde ich. Probieren wir es so einfach mal. Wir hätten auch noch einen tieferen, der hinten absichert quasi, und dann noch einen mit Bentirovic, der weiter vorne auch die Angreifer versorgen soll, füttern soll. Aber die Kapfenberger, die kriegen mir ein wenig zu viel Anteil, zu viel Räume. Das gefällt mir nicht so. Zanek verliert den Ball. Starkes Tackling von Viertel da, der unseren Kapitän spielt. Berger, Sanek, schöner Pass auf Elshani. Flanke nach innen. Ah, oh, schade von Hirschhofer. Super Hereingabe ja von Elshani, und Hirschhofer bringt den Kopfball aufs Tor, aber kann ihn nicht mehr die richtige Richtung mitgeben. Und Sanek, die nächste Ecke für uns. Grbic, Sanek, Grbic, Viertel, wird da gefoult. Bentirovic mit dem Freistoß, schade, war gar nicht so schlecht angetragen. Schmidt, Geißler auf George Elias. Kuta. Boah, mit einer gefährlichen abgerissenen Flanke. Ich überlege gerade, ob ich an der Mentalität, an der Dynamik was basteln soll. Vielleicht ist das Strikte nicht ganz so gut, weil wir ein paar verschiebende Rollen quasi haben und die nicht alle so, ja, auf ihrer Position bleiben. Vielleicht probieren wir es auch flexibel mal. Quasi auch den Mittelweg da. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Dass da ein paar auch mithelfen vorne und hinten, dass das nicht ganz so getrennt abläuft von vom Verschieben her. Achtung, und Schlager gerade so noch gerettet da wieder. What the fuck? Jawohl, Schlager. Bester Mann, wirklich 21 Jahre, so ein super Tormann, also der wird wirklich Gold wert. Ich hoffe, wir können die Klasse halten und können nächstes Jahr dann wirklich neu alles aufbauen in der Vorbereitung. Dann traue ich uns doch einiges zu, würde ich sagen. Wir haben dann wieder Zeit.
wieder das freie Schussfeld dafür. Die Kapfenberger. Hirschhofer jetzt mal mit einem Passversuch rüber, aber wieder abgefangen. Butnik, Schlager. Geisler auf Kuter. Der Kuter, der ist brandgefährlich, habe ich das Gefühl. Der immer wieder, wenn der am Ball ist, wird es irgendwie brenzlig. Dafür haben wir auch die Info bekommen, wir sollen enger decken. Das habe ich jetzt auch schon eingestellt in der Manndeckung. Vielleicht dann noch anpressen, dass das noch intensiver wird. Keine Ahnung. Jo. Momentan bin ich alles andere als begeistert über unser Spiel. Aber es steht zumindest noch 0 zu 0, das ist der einzige positive Aspekt momentan. Aber wirklich viel gelingt uns da nicht und wir lassen total viele Räume zu. Petirovic, Sanek. Schade, wieder eine gute Eingabe. Flanke Sanek. Ah, da war hier schon vom Abseits. Boah. Also wir schwimmen da ordentlich, muss ich sagen, hinten. Das taugt mir überhaupt nicht momentan. Jetzt vielleicht mal der Konterversuch, El Shani, wenn es schnell geht. Das ist alles irgendwas. Das gibt's nicht. Berger. Tursch. Charles Elias, okay. Köpfel, Petirovic, Sahanek. Jetzt mit einem Ball wieder auf Elshani war das, glaube ich, wieder. Jawohl, Berger geht da mal gut dazwischen. Jetzt vielleicht mal. Ah, die Chance, aber Elshani war knapp im Absatz. Schade, schade. Ich überlege, ob ich in der Halbzeit dann riskieren soll oder nicht. Ich denke aber, da wir die 3 Punkte unbedingt brauchen, wird uns nichts anderes übrig bleiben. Ich werde dann versuchen, die Abwehrreihe nach vorn zu ziehen, die Abseitsfalle einzustellen und einfach vorne pressen, wie ein Verrückter quasi so gut es geht und ja. Es wird uns wahrscheinlich auch sehr viel Energie kosten, aber es ist halt so im entscheidenden Spiel, Krbic. Außer uns gelingt vielleicht in der ersten Halbzeit jetzt noch was, aber. Petirovic. Holt sich da noch einen Freistoß raus, sehr geschickt gemacht. Come on. Flanke. Ah, das war nichts. Da ist das Bild auch schon wieder weg. Jetzt vielleicht noch eine Chance. Sanek. Ah, wieder ein Anwurf.
Rebic. Rainer Fürschofer, schade, wieder gut abgewehrt vom Goalie. Ja, es gibt die ein oder andere gute Möglichkeit für uns, aber wie immer. Jawohl, 1 zu 0 Hirschhofer, der Ball ist im Tor, egal wie Eigentor, Butnik, scheißegal, 1 zu 0 vor der Halbzeit. Genau so, Leute, genau so. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Ziehe ich vor und riskiere es noch mehr oder. Ich sage, wir geben das Pressing ein wenig zurück, dass wir gar nicht so. Ja, rausrücken und quasi rauslocken lassen und schauen wir mal. Vielleicht stehen wir dann hinten auch ein bisschen sicherer wieder. Krivic. Achtung, Freistoß Butnik, aber der war zum Glück ziemlich drüber. Hier Schofer, ah, dann gelingt es da nicht mehr, Elshani zum Zug zu bringen. Wieder die Kapfenberger am Drücker, Schmidt auf George Elias, Schlager. Oh, George Elias zum Glück drüber. Rebic, Pecirovic, Hirschhofer, Elshani. Come on, nochmal drauf, jawohl. Aber Gartler kann ohne Probleme den Ball aufnehmen. Noch ein Freistoß, Pecirovic. Ah, schade, gute Variante, aber Hirschhofer kommt da nicht ganz rechtzeitig mit der ausgeführten Aktion. Jawohl, jetzt vielleicht mal noch ein Konter. Hier Schufa. Ilshani. What the fuck, das war jetzt Glück für uns wieder. Sirovic, Elshani, Hirschhofer, gut. Lasst euch ruhig Zeit, Leute. Nur nichts überstürzen. Kröpfel, Deutschmann, Hirschhofer. Jawohl, der Block war wichtig. Krbic. Köpfe. Schlager mit dem Abstoß. Elshani, ah, der kommt da leider nicht hin. Betirovic war das gleich. Schmidt, Müller. Ba Batic Schmidt, Müller, Batic. Schmidt, Achtung. Oh, Schlager, der war wichtig, dass er den da
hält quasi. Ist echt mal schauen, ob da irgendwer ermüdet ist bei uns, weil jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Wir sind alle noch ziemlich fit, da will ich noch warten ein bisschen. Abstoßschlager. Ich überlege wirklich, ob ich einen zweiten Defensiven bringen soll mit Völkel, der quasi auch zurückgezogen wird und jo. Balleroberer kann er spielen auf jeden Fall. Also das heißt, er wird schon anpressen, auch mithelfen, aber auch hinten agieren ja. Wäre vielleicht eine gute Variante jetzt. Ich überlege nur, ob ich da jetzt da Elshani auch noch quasi da zurückziehe. Und jo, dass da nicht zu viel Loch entsteht. So. Ich hoffe, wir tun das Richtige. Ecke für uns jetzt mit Garbage. 1/4 Stunde Spielminute noch und dann müssen wir schauen, wie die Gegner spielen. Das hätten wir uns vielleicht sogar interessanterweise einstellen sollen. Irgendwie, das geht glaube ich irgendwie, aber wurscht. Wir konzentrieren uns auf unser Spiel. Achtung! Oh, also für schwache Nerven ist die Partie nichts. What the fuck? Jetzt ganz ruhig, aber nach vorne Sahneck, jawohl. Da ist allerdings keiner mehr jetzt. Köpfel. Deutschmann. Noch eine Ecke rausgeholt von Abraham. Jawohl, eine Ecke für uns. Was wollen die immer von mir? Das gibt's ja nicht. Ich habe Butnik schon alles gegeben, was es geht. Sanik. Flanke. Völkel. Krübitsch. Jawohl! 2-0 in your face, Motherfuckers. Nein! Das gibt's nicht. Abseits. Geht's doch alle. Scheißen, wirklich. Sorry für den Ausdruck, aber. Pff. What the fuck? Stopp.
Stark Schlager, jawohl. Es wäre so schön gewesen, dieses 2:0. Und wieder mal kein Glück im Spiel da. Kapfenberg versucht jetzt natürlich auch gefühlt mit der Brechstange die Schießen aus allen Positionen nur um eine Ecke oder so rauszuholen. Drauf, ah! Da kein Ballklick, jawohl, Völkel. Ja, Kröpfel, stark, ganz, ganz ruhig jetzt. Wieso spielt er schon wieder so offensiv? Krebitsch auf Hirschhofer. Er probiert es nochmal und mit einer abgerissenen Flanke, aber Gartl hat da keine Probleme. Come on, hier Schofer. Der letzten entscheidenden Schritt hat man immer das Gefühl, immer einen Schritt zu kurz. Das ja, Völkel stark. Kröpfel. Genau, weit nach vorne. Ja, stark, Völkel wieder super attackiert. Also der könnte sich für die nächste Saison auch zu einem Schlüsselspieler entwickeln, auf jeden Fall. 24 Jahre jung erst. Also erst. Krivic. Ja, schöner Pass auf Hirschhofer. Geht vielleicht jetzt nochmal was. Ja. Zeit lassen, Leute. Genau so. Köpfel. Krübitsch, Völkel. Elshani. Ja, Krübitsch. Genau, nur Zeit lassen. Wurscht. Das spielt uns alles in die Hände. Köpfel. Hirschhofer. Köpfel. Jawohl, da ist es und wir gewinnen dieses Spiel 1:0. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass die anderen Partien zugunsten von uns ausgehen. Schau dich das an, die Überlegenheit der Kapfenberger und trotzdem haben wir es geschafft. Wir sind Achter und Blau-Weiß Linz spielt Relegation oder steigt ab, wie auch immer. Wir haben es geschafft, Leute. We did it. We did it. Genau so. Und bis zum sechsten Platz waren gar nicht viel, da war alles zusammengeschoben. Bis zum dritten rauf hätten wir es noch schaffen können, glaube ich. Innsbruck steigt auf, okay. Jo Leute, ich bin erleichtert. Das heißt, wir können in die nächste Saison mit dem FAC gehen. Wie gesagt, wenn ihr natürlich eine andere Mannschaft wollt, dann eine andere, aber ich denke, wir haben uns die Chance erarbeitet und es wäre keine schlechte Möglichkeit, weil wir da wirklich quasi in Ruhe arbeiten können und hoffentlich irgendwas aufbauen können auch. Wir haben schon einige Spieler, glaube ich, geholt für den Sommer, gute Spieler. Jo, ich würde sagen, wir machen einen Cut. Ich bin wirklich stolz, erleichtert auf alles Mögliche in Bezug auf die Mannschaft. Wir haben es geschafft, wir haben den Klassenerhalt erzielt. Es war doch schwieriger als gedacht zunächst, weil es wirklich gut begonnen hat gegen Liefering, aber ja. Jo Leute, bis zum nächsten Part, beziehungsweise dann werde ich wahrscheinlich wieder eine längere, also im Spiel eine längere Pause haben. Das heißt, ich werde die Vorbereitung
selbst spielen ohne irgendwelche Aufnahme, weil ich denke, dass das nicht so interessant ist. Und dann beim ersten Bundesligaspiel oder Cupspiel werdet ihr natürlich dann wieder dabei sein können. Und ich werde euch dann sagen, wie es taktisch ausschaut, ob wir eine andere Herangehensweise einstudiert haben oder wie das Ganze ausschaut. Jo, bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Fredl ist hier.